Okay, euer Moderator bin ich nicht. Wir sind bei Tag 3 der Gamescom angelangt. Video Day ist angesagt. Heute Morgen ist ein bisschen weniger los wie bei den letzten beiden Tagen. Zumindest sieht es so aus. Aber trotzdem sind die Hallen gut gefüllt und wir werden bestimmt eine Menge Spaß haben. Willkommen bei RPC Community, ich bin euer Anubis und wir sind hier in der Twitch Champion Lounge exklusiv mit einem Sprecher von Black Monster. Black Monster ist natürlich in der E-Sports League eine ganz große Sache mittlerweile. Kannst du uns verraten, was denn demnächst Black Monster schon so vorab sagen kann, was sie geplant haben? Also ich kann euch gerne einen kleinen Ausblick geben, vielleicht erstmal ganz kurz. Thema Black Monster Cup, Western Digital, man hat uns lange in der Community nicht gesehen und wahrgenommen. Wir als Unternehmen haben mittlerweile erkannt, dass das ein Fehler war, weil wir gerade die E-Sport-Community, gerade das E-Gaming als das Thema der Zukunft sehen. Wir haben sehr viel Liebe von der Community erfahren, mit unserer Velociraptor über lange Zeit. Und das ist was wir jetzt zurückgeben wollen. Deswegen haben wir einen Cup aufgesetzt, sprich eine Turnierplattform erschaffen, wo halt jeder Spieler, egal ob Profi oder Amateur, in der Lage ist, halt eben League of Legends zu spielen, um Sachpreise, vielleicht irgendwann auch um monetäre Preise gegen Profiteams und auch gegen Amateurteams. Die Zukunft wird so aussehen, dass das Thema natürlich jetzt gerade 4-5 Monate alt sehr, sehr groß schon geworden ist. Wir arbeiten daran, das Wachstum natürlich weiter fortzubringen, die Community zu vergrößern, die Fanbase zu vergrößern. Wir hoffen natürlich auch auf euch, uns dabei zu helfen, den Leuten zu sagen, hey, kommt zu uns, spielt bei uns, habt Spaß, lernt unsere Produkte kennen, lernt uns als Unternehmen kennen, weil das Problem ist meistens immer, jeder sagt so, ja, da ist ein Buchstabe oder zwei Buchstaben, die kennen wir irgendwoher, aber irgendwie haben wir da keinen Bezug zu. Wir sind auch Gamer, wir sind auch Zocker und deswegen machen wir das. Und nicht, weil wir irgendwas verkaufen wollen, sondern weil wir einfach sagen, wir finden es klasse, Gaming ist halt geil und deswegen muss es unterstützt werden. Das werden wir in Zukunft tun. Was wir vielleicht gegebenenfalls in einem Jahr oder anderthalb noch sehen werden, ist noch ein zweiter Titel, den wir mit reinnehmen. Also nicht nur League of Legends. Wir denken im Moment über viele Sachen nach, unter anderem über Dota 2 eventuell. Aber das sind Themen, da muss man mal schauen, was das nächste Jahr bringt. Gegebenenfalls werden wir auch ein paar Offline-Events machen, sprich ähnlich wie auf der Gamescom. Im Moment spielen wir einfach nur locker Turniere. Auf der nächsten Gamescom werden wir sicherlich auch Finals spielen, also Endausscheidungen spielen. Und wir planen auch in Zukunft Endausscheidungen auf vielen LAN-Partys noch zu spielen, sodass quasi auch die Leute, die nicht der Online-Community beiwohnen, sondern eher so die Offline-Gamer sind, das ganze Thema dann auch live verfolgen können. Das hört sich ja schon mal vielversprechend an. Also Black Monster ist auf jeden Fall jemand, der Zukunft sieht, der die Gamer unterstützen will und natürlich für die Gamer mehr Preise, mehr Events, einfach mehr geben will, als wie einfach nur ein Turnier, was dann wie einmal im Jahr stattfindet, sondern auch ein Turnier mit Liebe, wo Emotionen bei sind, was sehr viel mehr beinhaltet, wie man eigentlich dachte. Wir sind auf jeden Fall überrascht, sowas zu hören und sind natürlich auch dabei, Black Monster zu unterstützen. Wir hoffen natürlich auch auf eure Unterstützung. Aber was kannst du uns denn noch sagen? Was geht denn gerade im Hintergrund von Black Monster ab? Was gibt es da für Kleinigkeiten, was die Details zur Planung von solchen Events hier ausmacht? Also was im Moment brandheiß ist, jetzt gerade ist die Gamescom klar. Wenn die Gamescom abgeschlossen ist, werden wir das nächste Online-Turnier starten. Wir werden dann auch großflächig die Mailings rausschicken. Viele Leute haben sich registriert. Das Feedback auf der Gamescom ist extrem gut. Wir werden also quasi im September wieder ein Turnier haben. Wir werden dann auch im Oktober und November wieder Turniere spielen. Parallel dazu kommen jetzt immer mehr Regionen dazu. Aktuell sind wir sehr aktiv in Deutschland, in Skandinavien. Wir breiten das Thema jetzt auf die Türkei aus. Wir gehen nach Polen rüber, also wir ziehen all die anderen Communities mit dazu, sodass das Thema auch größer werden kann und demzufolge mehr Länder, mehr Beteiligung, eine größere Community, mehr Spiele. Also es wird eine ganze Menge Spaß kommen, alleine über die Spiele, die man sich auch auf Twitch dann anschauen kann.
Wir haben unsere Facebook-Seite Black Monster Cup. Gebt uns ein Like, wenn es mögt. Wir haben die normale Turnierplattform, die blackmonstercup.com. Und wir haben einen YouTube-Channel, da könnt ihr den Content, der gespielt wurde, auch immer wieder nachvollziehen. Und wir sind offen für Anregungen und Vorschläge, auch von der Community beispielsweise. Einfach bei Facebook einkippen. Wir reagieren da relativ schnell und wir sind dankbar für alles, was von euch kommt. Das ist so der kurze Weg halt. Okay, ihr habt es gehört, im September startet Black Monster den nächsten Online-Cup. Schreibt euch auf jeden Fall ein, wenn ihr an eSports League interessiert seid. Es lohnt sich auf jeden Fall, es gibt fette Preise. Okay, ich würde sagen, das war's von uns. Super. Ich bedanke mich nochmal. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns auf der Plattform. Genau. Ein paar Sachen zu. Danke. Ich bin in Anubis. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Moderator bin ich nicht, immer noch hier bei Tactical Intervention und ich habe jetzt hier zwei Leute von dem Stand. Hallo erstmal, stellt euch erstmal vor. Hallo, ich bin Ben, ich bin ein Level Designer und 3D Artist. Servus, ich bin Tim und bin auch Level Designer bei TI. Okay, erste Frage ist, was unterscheidet Tactical Intervention von CSGO zum Beispiel oder Call of Duty? Also dadurch, dass Gooseman, Min Lee, der Schöpfer von diesem Spiel, der auch bei Counter-Strike mitgearbeitet hat, versucht mit dem Spiel neue Wege zu geben, bin ich irgendwie, sind für mich persönlich so die Sachen, die ich aufzählen würde, zum Beispiel, dass wir ganz neue Szenarien haben, zum Beispiel das mit dem Auto, wo du den VIP beschützen musst, aber das Ganze auf einer Autobahn stattfindet, also wo sich beide Teams in Fahrzeugen bekämpfen. Und zudem noch neue Gameplay-Features, wie zum Beispiel, dass wir Hunde haben, also Attack Dogs, dass man sich abseilen kann, dass wir unser ganzes Waffenarsenal komplett customized werden kann, also Scheinwerfer und alles mögliche. Solche Sachen. Das ist einiges taktische als Counter-Strike. Okay, wie sieht es mit dem Realismus in dem Spiel aus? Ich habe bei Battlefield 3 als Sniper sehr oft erlebt, dass irgendwann die Grafik versagt, dass ich irgendwann nicht mehr genau den Berg sehe und bei Dust 514, was zufällig auch die Unreal Engine nutzt, versagt irgendwann das ganze Sichtfeld und der Spieler verschwindet in der Ferne einfach im Gelände. Wie sieht das bei dem Spiel aus? Wie versucht ihr das zu lösen? Wir wissen natürlich, warum das bei anderen Spielen so ist und wir kennen die gleichen technischen Probleme auch. Es ist immer ein bisschen schwierig, weil man die Performance im Auge behalten muss, deswegen werden Sachen manchmal ausgeblendet. Aber Min hat von vornherein Wert darauf gelegt, dass es bei TI nicht so offensichtliche Sachen gibt, die einen aus dem Spiel rausschmeißen, sondern dass man viel länger Gegenstände, Objekte, Models, alles Mögliche sieht und dass wir so eine Art von fließenden Übergang machen, wenn immer es geht. Gut, wird dieses Spiel denn Free-to-Play sein oder kaufbar? Free-to-play, wobei wir bei dem Business-Model versuchen werden, die Balance einzubehalten, so wie man die zum Beispiel bei Counter-Strike auch hat, dass alle Waffen für alle Spieler mehr oder weniger leicht zugänglich sind, dass keine Waffen zu stark sind und so weiter. Okay, ich würde mal sagen, das war's von dem Interview. Wir haben einiges über dieses Spiel erfahren. Ich werde spielen für euch testen, genauso wie die RIP Brothers im Gesamten. Wir wünschen euch noch viel Spaß und danke für das Interview. You start to forget the things you should remember. The things you should forget. It's been 10 years.